holt die Töpfe und die Teller, schickt die Eltern in den Keller. Wir rocken die Küche und kochen allein. Mit Cooking Kids schmeckt's richtig fein. Cooking Kids, Cooking Kids. Zu einem neuen Video auf dem Kanal Cooking Kids. Heute sind wieder dabei Nora und ich, Julius. Wir machen heute Husarenköpfchen. Dazu brauchen wir, das wird euch Nora jetzt erzählen. Genau, wir benötigen Butter, 2 Eier, Rohrzucker, Dinkelmehl, gemahlene Mandeln, Backpulver, Zimt und Konfitüre nach eurer Wahl. So, ich trenne jetzt ein Ei. Dazu habe ich hier eine Schale. Könnt ihr auch, wenn ihr es könnt, ohne machen, aber macht sich immer besser. Und ich trenne jetzt das Ei. Genau, ich habe jetzt hier 125 Gramm Butter und werde jetzt den Zucker dazugeben und ein ganzes Ei da reingeben. Und im Anschluss wird Julius noch sein getrenntes Ei hinzufügen und dann wird das Ganze schaumig geschlagen. Genau. Ihr müsst es gut verrühren, weil sich der Zucker muss sich mit der Butter sehr gut vermischen, deswegen kräftig umrühren lassen. So, ich habe das jetzt 5 Minuten rühren lassen und nun wird Julius mir hier die anderen Zutaten noch hinzugeben. So, einen halben Teelöffel Backpulver, noch ein bisschen. So. Und dann noch ein Teelöffel Zimt. Dann alle Mandeln. Und dann noch das Mehl. Nun werde ich das auf kleiner Stufe zu Ende rühren. Ich werde jetzt den Teig zu einer Kugel formen und Julius wird mir eine Frischhaltefolie rühren. Ja, genau. Jetzt habe ich hier eine Kugel und die gebe ich jetzt in die Frischhaltefolie, damit es ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank kann. So, also ich fange jetzt an und heize den Ofen auf 160 Grad Umluft vor. Und werde jetzt die Konvertüre oder die Marmelade in einem kleinen Topf, dass sie warm wird und dann sich ein bisschen auflöst, machen. So, jetzt mache ich mir ein kleines Häufchen Mehl hier hin, meine Hände. Und werde mir dann so ein bisschen hier was abbrechen. Und das dann zu einer Kugel formen. Und ich werde jetzt hier etwas Mehl reintunken. Von dem Löffel und werde dann das hier möglichst in der Mitte etwas runterfummeln. So, damit es nicht klebt, tunke ich den Löffel jetzt hier immer ein bisschen Mehl und dann halte ich es hier fest und drehe dann hier einfach so das Ding hier ein bisschen runter. So. So, ich nehme jetzt die Marmelade weg. Ich kann jetzt den hier auf Müll stellen. Und jetzt zeigt Nora euch einen Trick, wenn ihr keine Spritztüte habt. Genau, es hat ja nicht jeder eine Spritztüte zu Hause, deswegen verwenden wir jetzt einfach so einen Gefrierbeutel hier. Geben eine Ecke in die Tasse und kanten die dann hier so um, füllen dann die Marmelade rein und dann machst du das kurz mit der Marmelade? Ja. So. Jetzt krempel ich das hier wieder hoch
Und dann ist es hier unten drin und jetzt schneiden wir gleich so eine kleine Ecke hier unten ab und können die Plätze dann gut damit befüllen. So, jetzt schneide ich hier eine ganz kleine Ecke ab. So, das war eigentlich blöd, eine doofe Idee mit der Konfitüre, weil sich, da hätte es ja Gelee, also es ist besser Gelee, da hätte es ja Konfitüre noch Stücken drin hat und wenn man jetzt so eine kleine Öffnung hat, dann verstopft es die ganze Zeit die Öffnung, diese Stücken. Also nehmt besser Gelee, außer ihr möchtet so eine Mühe haben wie wir. Und es macht Sauerei. So, und wir geben jetzt dieses Blech für gute 14 Minuten in den Ofen. Möchtest du mir noch was? Kein Problem. Oder möchtest du? Nee, eigentlich nicht. Super. Alles gut. So, ich nehme jetzt die Kekse raus. So, und nach dieser Aktion gebe ich jetzt das andere, wo ich jetzt schon geübt bin, rein in den Ofen. Sehr lecker riecht das. Und ich hoffe, euch hat das Video heute auch gefallen. Ja. Ja, und ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und eine schöne Weihnachtszeit. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Wir räumen uns auf, nur keine Sahne. Und Fleisch und Wetten nehmen wir die Zange. Wir lernen nicht viel auf diesem Kanal. Mit Cooking Tipps und das Kochen banal. Cooking Tipps.